News von Hallo Meinung. Es braucht schon sehr viel Motivation und Selbstbestimmung, um diese ganze Hysterie um Corona zu ertragen. Nochmal, wir bagatellisieren es nicht, aber wir dramatisieren es auch nicht. Und wenn heute die Bild-Zeitung auf der ersten Seite aufmacht, Merkel warnt Deutschland vor Unheil. Sie droht mit nochmal bundesweiten Lockdown, mit der Sperrstunde. Beherbergungsverbot bleibt, ja, und weiteren Maßnahmen. Was glaubt eigentlich die Dame, was sie damit bezweckt? Aber das ist so typisch SED-like. Wenn meine Macht schwindet, drohe ich mit Angst. So schaut's aus. Hättet ihr 2012, und da war Angela Merkel schon Bundeskanzlerin, hättet ihr seinerzeit auf das Papier gehört, was euch seit 2012 vorliegt, dass nämlich exakt diese Pandemie beschrieben wurde, dann würde es heute ganz anders ausschauen. Die Infektionszahlen als solche sind nicht die Herausforderung. Die schweren Krankheitsverläufe sind die Herausforderung. Und hättet ihr seinerzeit entsprechend vorgesorgt, Intensivbetten, Gerätschaften, dann hätten wir uns jetzt diese Krise erspart. Und dann hätten wir nicht 220 Milliarden in etwas hineinstecken müssen, was Generationen tragen müssen, sondern ihr hättet 50 Milliarden ins Gesundheitssystem stecken müssen als sogenannte Vorsorge. Und ich weiß, was ich sage. Und diese Situation wäre so nicht gekommen. Nochmal, die Infektionszahlen sind nicht das Problem. Die Krankheitsverläufe für sich auch nicht. Das Thema Mortalität steigt im Augenblick zugegebenermaßen, aber die Behandlungen werden wesentlich qualifizierter, effizienter. Das Problem sind die nicht ausreichenden Intensivbetten. Und wenn es die geben würde, und dafür ist 2012 gewarnt worden, aber davon will Merkel nichts mehr wissen. Merkel warnt Deutschland. Frau Merkel, ganz ehrlich, ich habe sie persönlich satt. Aber richtig satt. Wenn ich das schon lese und höre, Frau Merkel, was Sie sich anmaßen, das sind so die letzten Zuckungen des Machterhaltes. Denkt mal drüber nach. Bitte teilt dieses Video, abonniert unseren Kanal und bitte helft uns, dass wir weitermachen können. Denn Medien wie Hallo Meinung sind wichtig, um zu motivieren und aufzuklären. Danke, euer Peter Weber.